So, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich freue mich überhaupt nicht. Freue mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Sieht auch ein bisschen zerknüttelt aus. Es ist sehr früh am Morgen. Ich habe nur 6 Stunden geschlafen. Ich habe gestern noch, wir haben gestern einen Livestream gehabt. Und ich wollte dann auch noch weiter Home Sweet Home aufnehmen, aber dann wollte ich euch erst die Überraschung aufnehmen. Die jetzt immer nach Home Sweet Home dann auf meinem Kanal erscheint. Und ja, dann war es dann doch schon sehr spät. Kleine Raucherstimme. Ich rauche nicht, aber hört sich so an, ne? Ja. Es ist auch die ersten Sätze, die ich heute sage. So, ich hätte gerade vielleicht für mich selber mal so ein bisschen reden sollen. So, wir haben jetzt hier wieder gestartet. Ihr merkt schon, ich habe wieder Lava Flash. Wir haben Gott sei Dank hier wieder gestartet. Wir haben ja gestern nicht mehr viel gemacht. Und ich habe immer noch nicht drauf geachtet, wann er die Checkpoints. Na, hier war auch zu. Ich sehe einfach kein Zeichen, kein Ladedingsbums, irgendwas, das mir sagt, okay, er hat jetzt hier abgespeichert. Ich habe immer noch nicht drauf geachtet. So. Wir wissen, Lo-Olle kommt jetzt hier gleich oder ist vielleicht schon da, warte. Ja, okay, wir müssen erst. Genau. Müssen das jetzt erst nochmal triggern. Das ist tatsächlich nicht mehr. Da hören wir sie. Hier gab es nichts zu holen. Das ist auch ein schöner Tagesbeginn, oder? Home Sweet Home spielen. Boah, ich war gestern dann echt doch noch zu müde. Eigentlich müsste sie ja jetzt gleich hier reinkommen, ne? Und dann dachte ich, hat das jetzt nicht mehr so viel Sinn. Da kommt sie angetrabt. Wie war das noch so, ne? Ja. Ja, wenn sie gleich hier ihre Runde gedreht hat, dann laufen wir ihr nämlich langsam hinterher und gucken mal so, wie ihre Route ist. Irgendwas mit Anymore, sagt die. Genau, nicht Anywhere. Gestern habe ich gesagt Anywhere, ne? Die sagt irgendwas mit Anymore. Das verstehe ich leider nicht. Wahrscheinlich sagt die irgendwas wie Don't beat me anymore oder sowas. Vielleicht. Okay, sie kommt nicht in den Raum hier rein, oder was? Dann läuft sie nur den Flur entlang, oder wie? Boah, ich sehe wieder nichts, ey. Ich sehe sie absolut gar nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob sie vielleicht doch da hinten noch auch noch langläuft. Ich habe. Okay, wir erschrecken uns jetzt gleich mit Sicherheit, weil sie direkt vor uns steht. Fängt schon wieder gut an, die Folge. Ich bin so ein Schisser. Ja.
Also dieses große Vieh, ne? Das hat mir irgendwann keine Angst mehr gemacht. Da habe ich ja gesagt, ne? Vor allem nachdem wir zwei, dreimal gestorben sind und so, hat mich das eigentlich nur so ein bisschen genervt, so, ne? Vor allem das Ende so mit dem Brot. Aber sie macht mir immer noch Angst. Es ist unfassbar. Ich finde sie einfach so mega gruselig. Ich meine, ihre Sterbensszene, wenn wir von ihr. Oh, was haben wir denn hier? Steh mal auf, bitte. Hallo. Foto von einem unbekannten Ritual. Oh, jetzt steht sie da gerade da hinten. So, renn mal bitte. Mist, ich dachte, hier hinten wäre irgendwie. Kacke, noch ein Raum oder so. Scheiße. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich ewig auf dieser Toilette festhängen. Wie ich auf einmal so freiwillig auf Klo gehe, ne? Gut, dann ist ja eigentlich nur noch der Raum, wo sie jetzt gerade reingelaufen ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir müssen leider ein bisschen auf. Guck mal, wir können sogar hier auch noch weiter runter uns beugen. Aber mit Rennen hier so erreichen wir ja nichts, ne? Dann sterben wir halt die ganze Zeit nur. Boah, sie ist jetzt extrem langsam unterwegs. Hätte ich jetzt gewusst, dass sie im linken Raum ist. Okay, jetzt geht sie in den linken wieder rüber. Sie bleibt im Türrahmen stehen? Okay. Was, was, was? Was, was, was? Alter, ich krieg grad Panik. Ich krieg grad Panik. Oh, war das jetzt Glück, ey. Oh, okay, ich bin wach. Ich brauche keinen Kaffee mehr. Oh mein Gott.
Brauchst du gar nicht meinen, wenn man das jetzt hier morgens irgendwie spielt oder so. Vor allen Dingen nach 5-6 Stunden Schlaf nur, dass das jetzt nicht mehr so schlimm ist, ey. Brauchst du gar nicht meinen. Alter, und ich wollte jetzt erst noch gucken, was auf dem Dingern steht, so. Und dann dachte ich mir so, nee, die kommt bestimmt. Ein, zwei Sekunden später und sie hätte uns auf jeden Fall gepackt. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal wieder warten, bis sie wieder rausgeht. Und dann müssen wir nochmal schnell auf den Zettel gucken. Da steht wahrscheinlich irgendeine Zahlenkombi drauf, die wir eingeben müssen, damit wir diese Karte da freischalten. Das sind so Momente, wo ich echt alle 2 Sekunden Schnellspeichern machen würde. Hier, sie ist raus. Was steht denn da? 1. Scheiße, und das letzte ist 6 oder was? Willst du mich verarschen? Gehaltsabrechnung. 183467. 183467. Ich gebe das jetzt nicht ein. Ich warte erst, bis sie wieder zurückkommt nochmal und ihre Runde dreht. 183467. Das wird wahrscheinlich die Kombi sein, die wir irgendwie eingeben müssen, ne? Hoffe ich mal. Ich habe ja jetzt nur auf die Schnelle einmal so drüber geguckt. Jetzt braucht die wahrscheinlich 300 Jahre, bis sie zurückkommt. Sollen wir uns das mal vorsichtshalber notieren? 183467. Obwohl, habe ich mir eigentlich gemerkt, ne? Boah, wenn wir gleich Panik kriegen. Lift. 183467. Achso, im Schrank können wir uns leider nicht unser Inventar angucken. Okay. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Ich wusste es, ey. Wenn ich jetzt, ich meine, klar, gerade war die ja auch schon länger weg gewesen, so, weil wir aus der Ecke da hinten gelaufen sind und so. Ach, ey, ich hätte das jetzt sofort eingeben sollen. Vielleicht kann man sich ja auch am Computer in der Ecke verstecken. Ich weiß nicht, ob die da in die Ecke reinläuft, ist das Problem. Wir haben sie ja hier jetzt noch nicht gesehen, was für eine Route sie läuft. Sie ist zu unserem Schrank gelaufen, weil sie uns gesehen hat. Dann ist sie zu dem anderen Schrank da hinten, hier einmal rum und zu dem Schrank. Ich weiß genau, wenn ich jetzt rausgehe, kommt hier rein, ey. So, 183467. Ziffern wählen.
Ja, wir müssen für die Ziffer müssen wir halt aufstehen, ist das Problem. Stecken Sie die Karte in die Maschine, was? Füllen Sie ein Passwort aus, ziehen Sie die Karte durch, nachdem das eingegebene Passwort überprüft wurde. Gut, das haben wir uns schon gedacht. Eins, acht, drei, vier, sechs, sieben. So, habe ich. Und jetzt? Habe ich falsch eingegeben? 1, 8, 3, 4, 6, 7. 1, 8, 3, 4, 6, 7. Eins bis sechs. Eins. Warte mal, wie viele Ziffern stehen denn da? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das würde passen. Eins, sechs. Eins, acht, drei, vier, sieben, sechs. Eins, acht, drei, vier, sieben, sechs. Grundgehalt. Okay, wir lesen das mal schnell durch. Kandau Universität, ID-Nummer, Name Herr von Ganalek, Abteilung Fakultät für Ingenieurwesen, Zugehörigkeit August 1996, Einkommen Grundgehalt 25.000, Bruttoeinkommen 25.000, Abzug 57, Unterstützungskasse Kreditunion, Mitgliedsgebühren, Sterbegeld, Gesamtabzug, Nettoeinkommen 22.500, jährlich zu veranlagendes Einkommen 270.000, jährliche Steuer, Bankkontonummer, okay, das passt auch nicht so wirklich. Jährliche Sozialversicherungskosten, Zahltag, 109 1996, 1, 2, 3, 4, 5, aber das dazwischen wären 5 Zahlen. Weil das ja auch zwischen 1 und 6 jetzt eine Nummer ist. Aber das sind ja 5 und nicht 4. Okay, ich habe gerade eine Zahl. Ich glaube, ich habe immer 7, 6 eingegeben, anstatt. Nee, ich habe, glaube ich, immer 6, 7 eingegeben, ne? Anstatt 6. Ach, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, gerade zweimal vertauscht. Tut mir leid. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Und ich verstehe auch gerade nicht, warum sie hier jetzt gar nicht mehr reinkommt, habe ich das Gefühl. Jetzt wird es irgendwie wieder lauter, ne? Oder?
Ist die, ey. Scheiße. Ich glaube, das war jetzt ganz gutes Timing, ne? Ja. Okay. Das Let's Play macht mich so stumm einfach. Weil ich so mich extrem konzentriere. Tut mir echt leid, dass ich echt kaum irgendwie was. Auch schon gestern im Livestream so habe ich so gefühlt irgendwie voll wenig geredet so. Ist jetzt die Frage, kann ich jetzt trotzdem einfach raus, weil sie mit dem Rücken zu mir ist? Wie sie da einfach so reinguckt, ey. Nichts zu tun als Geist, ey. Geahnt. Jetzt habe ich nämlich nicht gesehen, wo sie hingegangen ist. Scheiße. Wieso kommt ihr jetzt schon wieder hier rein? Nee, jetzt sag nicht, die läuft hier nochmal eine Runde. Ja, okay, sie ist wieder rausgegangen. Jetzt haben wir die Karte. Oh, so. War jetzt auch hier ein Cut so. Ich finde, die Folge war jetzt echt langweilig genug. Tut mir leid, ey. Aber ihr seht ja, ne, wir müssen halt einfach ein bisschen crouchen, weil sonst macht die uns einfach fresh, ne. Da haben wir überhaupt nichts von, wenn wir da langrennen und dann 50 mal abkacken, so. Okay, ich hoffe, die Folge war trotzdem in Ordnung und in der nächsten, hoffe ich, schaffen wir ein bisschen mehr. Weil jetzt haben wir die Karte und können dann wieder ein neues Gebiet erkunden und vielleicht auch ein bisschen ruhiger, dass sie da vielleicht nicht rumläuft und wir uns ein bisschen besser umgucken können. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.